Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Gebrüll der Gladiator-Ungeheuer gegen Käfer Kavallerie Einsatz. It's one of favorites. Ja. Muss ich ehrlich sagen, spiele ich wirklich gerne. Auch im Event habe ich in der Link-Gruppe habe ich ein Insektendeck gespielt. Das hier ist auch wieder eins. Mit Ragnar Reike. Okay, dann setzen wir eine Karte und setzen noch eine Karte und dann machen wir Endphase. Alles klar. Dann Spezialbeschwöre erstmal den primitiven Schmetterling. Weil er Insektenmonster beschwören will, kann ich Schuppenbomber beschwören. Dann normal ich Käfer Kavallerie Kundschafter. Er holt dann noch einen Buggy. Die Buggies. Ein bisschen verbuggt. Da kommt die Insekto-Minimotte. Dann werfe ich Gokipol ab. Gokipol wiederum triggert und der holt mir ein Cookie Boar. Gehen wir direkt spezial beschwören. Geben wir in einen Panzerhorn. Und der Hand füge ich die Untergangs. Planierraube des Untergangs zu. Ja, so heißt er. Dann specialen wir erstmal die gute alte Planierraupe. Darf ich was auf den Friedhof schicken? Riesige Käferkavallerie, unbesiegbarer Atlas. Ja, der Atlas. Dann aktiviere ich Käferkavallerie Sinkflug. Zerstöre eine Karte. Dann aktiviere ich Atlas-Effekt, opfere die Spielmarke. Für den Stechlanzenträger und der tut mir dann wiederum was holen. Wo gehen wir denn da drauf? Zauberkarte habe ich schon aktiviert. Ja, nehme ich den Feldzauber. Aktivieren wir den direkt mal.
aktivieren Panzerhorn, damit ich den Leichtflügler-Tribut beschwören kann. Und dann, ja, haben wir eigentlich Game auf dem Feld, oder? Obwohl, um ganz sicher zu gehen. Und wir nochmal wieder. So. Stechlanzenträger. Oh, warte, der kann doch was holen, oder? Wir sind alle zu stark. Nicht mal der kann das aufhalten. Nein, der ist nicht stark genug. Aber ich glaube, du überlebst. 200, ja. Ja gut, hast dich gerettet. Wohl oder übel? Na ja, dann schauen wir mal, ob das was bringt. Okay, sure. Ach scheiße, du hast ja die Masse. Ah. Ja, das ist ja dann natürlich ein bisschen blöd. Kann ich hier gerade nicht aktivieren. Ja gut. Das war jetzt auch ein bisschen Overkill, muss ich sagen. Aber auch nur ein bisschen. Hallo, Raupe! Er wurde planiert. Solange mein Gegner keinen Maxee hat, habe ich echt gute Karten. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Set one. Pass. Ja gut, so kann man das machen. Also können ist so die Sache, ne? Ich weiß nicht, ob ich es kann, ich habe keine Wahl. Okay, aktivieren wir erstmal das da. Dann... Mal, das macht gar keinen Sinn. Dann beschwören wir dich. I see. Gokipol. Wünsch mir Gokipol. Das ist deine Strategie, wie du dafür sorgst, dass ich den Effekt nicht kriege. Das ist meine Strategie, richtig. Hätte ich doch mit Hopplos angreifen sollen, der wäre nicht gestorben. Alles klar. Start mir wieder mal eine Overkill-Runde.
gesehen hatte. Resonanzinsekt. Nehmen wir mal Date schon mal auf die Hand. Natürlich noch ein zweites. Ja, Logo. Die drei gehen wir zurück ins Deck. Dann Spezial beschwöre ich, indem ich das Resonanzinsekt verbanne. Den Angriffsroller. Auf den Friedhof schicke ich. Ja, ein Kundschafter-Buggy. Kundschafter? Nicht Gurkipol. Habe ich das schon benutzt? Ah, nee, habe ich nicht das benutzt. Das war in meinem Zug. Stimmt, ja, hast recht, hätte ich machen sollen. Upsi. Ja, ist alles noch im Rahmen? Ah, ich wünschte, ich hätte Bergram hier drin. So, jetzt kommt ein Gurkipol. Ich denke mal, das reicht. Das ist auf jeden Fall eine Armee. Das ist der Einsatz der Käferkavallerie. Alles klar, spielen wir Landformen. Und holen uns den riesigen Spielplatz. Aktivieren wir auch mal direkt. Dann beschwöre ich vergeltendes C. Special den Schuppenbomber. Ins Panzerhorn und fügen uns noch eine Karte von der Hand hinzu. Ach ja, das Resonanzinsekt. Von der Hand hinzu auf jeden Fall. Jetzt dann. Aktivieren wir noch den Effekt.
Und auf die Hand nehme ich dann... Schon mal die Planierraupe. Drei Karten werden verbannt. Führe Goki Bohr. Ah, da kommt der nächste. Korrekt. Die drei können erstmal wieder zurück ins Deck. Oh, nice. Hier kommt Atlas. Der Atlas. Planierraupe. Dann schickt man nochmal was auf den Friedhof. Diesmal aber hier. Den Kundschafter. Und dann kommt der Neptun. Der Neptun. Und dann gebe ich ab. Ach ja, Neptun. Gib dann nochmal eine Planierraupe 1000 ATK. War ja nicht schon stark genug. Nee, finde ich nicht. Also 2800 fand ich jetzt nicht gut genug. Okay, ich kann keinen einzigen Angriff überleben. Es ist ja nicht so geil. Also ich finde, die Planierraupe ist immer noch nicht stark genug. Sicher. Dann aktiviere ich mal Flederwisch. Opfern wir mal den Schuppenbomber für dich, Lanzenträger. Okay. Battlephase. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bewerte nicht vergessen und ciao. Ciao.